Hallo ihr Lieben da draußen, ich will euch heute meine Daily-Produkte zeigen und ich fange einfach mal an, ich kenne euch zwar nicht und das ist irgendwie ein bisschen seltsam, aber wir schaffen das. So, als erstes, ich liebe es, Effaclar aus der Apotheke ist wie so ein, wie soll man das sagen, Schaum ist es nicht, so gelartig. Dann macht ihr euch erstmal ein bisschen Wasser ins Gesicht, verreibt es auf den Händen, arbeitet das ganz toll ein. Und dann nehmt ihr das einfach wieder ab. Als nächstes ist dann so, wieder von Effaclar, auch aus der Apotheke. Wer hätte es gedacht? Man kann es auch super toll lesen. So ein Gesichtswasser. Einfach auch auf dem Pad gemacht, dann durch das ganze Gesicht fahren. Und es ist auch super toll mattierend. Also ich finde das super toll, dadurch, dass ich auch viel fettige Hautstellen habe, ist das wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Sehr empfehlenswert. Und dann eine Tagescreme. Das ist auch Effaclar. Alles von La Roche-Posay. Und das ist das Effaclar M. Ist mit so einem kleinen Druckspender. Eigentlich sehr gut zu dosieren. Einfach einmal draufdrücken. Und das reicht eigentlich auch schon für das ganze Gesicht. Und um die Serie zu komplettieren, habe ich dann auch Effaclar K. Für die Nachtcreme. Das ist ganz toll, das regeneriert die Hautzellen. Das heißt, man schubt sich ein bisschen, aber ist nicht so schlimm. Das heißt, lieber nicht unter das Make-up machen, auch wenn alle sagen, das könnt ihr tun. Finde ich nicht so toll. Einfach dadurch, dass das Make-up sich dann abschubt. Keine gute Idee. Dann kommen wir zu Standardprodukten. Deo. Da benutze ich das Garnier Mineral Ultra Dry. 48 Stunden nonstop. Huch, da ist die Kamera. So. Ist das Beste, was mir jetzt hilft. Hab noch nichts Besseres gefunden. Geruch ist eigentlich auch ganz nett. Könnte wesentlich schlimmer sein. Und ansonsten gehen wir einfach mal zur Schminke über. Ich liebe Schminke. Ich fange hier einfach mal an bei meinem kleinen L'Oreal Le Correcteur von Perfect Match. Da ist es. Ich habe jetzt die Farbe. Man kann es leider nicht mehr sehen. Welche Farbe habe ich? Ah, 5. Sable Scent. Okay, man kann es ganz doll lesen. Okay, Sable Scent. Und das Ganze tupft man sich dann einfach unter die Augen und, ich weiß nicht, kennt ihr das? Ein Beauty Blender. Sau teuer. Gibt es bei eBay. Nein, falsch. Bei eBay auch. Aber ich habe es von Amazon. Und dann kann man so ganz toll so unter die Augen tupfen. Da kommt man eigentlich mit den Fingern sehr schlecht hin. Und der Rest wird so einmassiert. Und da ich habe das im Set gekauft mit 2 Stück und da war dann auch noch so Reinigungszeug dabei. Das muss ich dann auch demnächst mal ausprobieren. Sehr, sehr toll, aber auch wirklich schweineteuer. Ich glaube, ich habe für die 2 30 oder 40 Euro bezahlt. So, und mein geliebter Augenbrauenstift von Bijou. Der ist so toll. Der hat 2 Seiten. Einmal das hier, um so ein bisschen an den Augenbrauen rumzumalen. Und das hier, schon super mega abgenutzt, für so Highlighter unter den Augenbrauen. Richtig, richtig toll, für 10 Euro bei Douglas. Ist leider momentan ausverkauft, habe ich gesehen. Ich bin ganz traurig drum. Meine Beste, ich zeige sie euch. Oh. Wollt ihr ihn auch haben und wir warten darauf, dass er auf jeden Fall wiederkommt und dann müssen wir ihn uns unbedingt nochmal bestellen, bevor es ihn irgendwann gar nicht mehr gibt. Das wäre ganz schlimm. Und zu meiner geliebten Kolossal Volume Express Wimperntusche von Maybelline. Ich liebe sie. Ich habe bisher noch keine gefunden, die Wimpern so toll macht. Ich zeige sie euch. Krankes Bild, ich weiß. Nicht schlimm. Ich sehe euch ja nicht. Ja, das war es eigentlich auch schon. Ich hoffe, es war okay. Seid nicht so kritisch mit mir. Es hat Spaß gemacht. Sehr seltsam war es. Aber ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!